Wir sind wieder bei Formula. Was war das jetzt? Was war da los? Lenkrad kaputt? Oh, das könnte das Aufschaukeln vom Lenkrad gewesen sein. Da hat vielleicht einmal jemand kurz losgelassen. Oh, das könnte das gewesen sein, ja. Ich hoffe, das war nicht in die 500. Oh, die Zigarrenkisten auf der Nordschleife. Fantastisch, Alter. Okay, let's go. Die fahren alle noch? Nee, ist Schaden aus? Was macht ihr denn? Was macht ihr denn? Doch Schaden ist doch aus, oder? Da muss doch Schaden aus sein. Guck mal, der. Oh oh. Win? Das war ein Win. Definitiv war das ein Win. Der Rejoin des Todes. Der eine, der in die Box gefahren ist, da außen. Der hat sich so gedacht, nope, peace out, ich bin raus. Oh, ich würde so lachen, wenn der jetzt einfach durch die Box fährt und hinten wieder raus und an allem vorbei. Ich könnte mir vorstellen, das war das erste Mal oder komplett verpennt. Oh, oh no. Wait, what? Ich mach so. Auto machen so. Aber. Einfach komplett entsorgt, Junge. No. Beide? Komplett verkeilt, Alter. Und dann noch schön der 360 dazu. Oh oh. Oh no. Nee, der ist vorbei. Ey, das Go Bowling oben, das haut mich halt jedes Mal auf Watkins aus den Socken. Go Bowling. Ja. Renn vorbei. Da kannst du nichts mehr machen. Da bist du wirklich einfach nur noch Passagier. Oh. Ich glaube, Mazda auf Bathurst. Mazda sei Toyota auf Bathurst war gut. Nope. Alle drei. Lol, gleich noch eine? Oh, Matze auf Suzuka. Boing. Ich glaube, das funktioniert nicht mit einem Bump Draft in eine Zigarrenkiste. Gleich einfach in den Disconnect rein. Da kannst du bei Indy nicht mehr machen. Da bist du einfach nur noch Beifahrer.
Aber er fährt noch. Und du? Was ist da los? Ich habe wirklich gedacht, okay, krass, dass der nur mit drei Rädern fährt, läuft, aber dann hat er ja gar keine mehr gehabt. Go Bowling, Chat. Go Bowling. Oh no. Oh, Indy ist wirklich so undankbar. Oh no. Da kannst du nichts machen. Da kannst du einfach nichts machen. Okay, wann kommt der Rest? Oh, nichts passiert? Oh. Du, all damage is repairable. Hinten hat sich auch noch einer abgeledert. Okay. Oh oh. Go Bowling. Oh. Richtige Ketten. Richtige Kettenreaktion hier. Der vorne macht mit drei Rädern jetzt weiter. Oh oh. Noch einer? Oh, einfach raus. Oh, einfach deinstalliert. Einfach komplett deinstalliert, den guten. Puh, ich glaube, das geht nicht mehr. Sind kaputt. Kaputt. Oh, Regen ist so bitter, ne? Okay. Aber er bleibt. Ich wollte ihn gerade loben, dass er stehen bleibt. Und dann das. Okay. Oh no, der Rejoin. Oh no, was machst du? Komplett deinstalliert, Junge. Nope. Nee. Das, nö. Das könnte nicht sein. Das könnte wirklich ich sein. So sahen meine ersten Gehversuche mit Indy auch aus. Und die letzten auch nicht wirklich besser. Das ist Spiegelei-Flagge. Ich glaube, der davor hat auch Probleme mit. Ey, das Schlimme ist, wisst ihr, das kann jedem mal passieren, weil die Dinger so sensibel sind auf dem Gas mit kalten Reifen. Oh Mann, ey. Oh oh. Oh oh. Kehre Rad an Radduelle?
Okay. Wow, wow, wow. Wow. Ey, dass da Leute durchkommen, ist einfach der absolute Wahnsinn. Hat er eine Motorschaden? Das ist noch ein bisschen mehr kaputt, glaube ich. Warum? Okay. Das jemand, ich habe das nicht verstanden. Hat das jemand verstanden? Ich habe das nicht verstanden. Livery of the Week. Ach so, das stand unten wahrscheinlich. Das habe ich nicht gesehen. Alles klar. Aber die ist auch bei uns mitgefahren letztens. Livery, die Bird. Livery. Ach so, ich konnte den Text immer nicht lesen unten. Okay, I got you. Jetzt haben wir auf jeden Fall das für diese Woche auch abgehakt. iRacing Idiots of the Week.